In YouTube gibt es unterdessen unzählige Videos, wie denn ein Fluchtrucksack zu bestücken wäre. Jeder meint offenbar, seine Variante wäre die beste. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es aber nicht. Das hängt immer von den Fluchtgründen, Fluchtdauer, Jahreszeit, Anzahl der Personen und bestimmten persönlichen Notwendigkeiten und Voraussetzungen ab. Kaum jemand verliert ein Wort darüber, wie man den Rucksack bei der Flucht handhabt bzw. der Ablauf einer Flucht denn aussieht. Wiederholt habe ich Kommentare von Zusehern solcher Videos gelesen, dass sie sich zwar einen Fluchtrucksack gepackt hätten, aber gar nicht wissen, was sie bei einer Flucht genau tun sollen. Gerade, wenn sie Familienangehörige haben. Ich kann jedem nur raten, ein Fluchtszenario durchzuspielen, am besten in regelmäßigen Abständen. Einfach den Wecker im Handy zu einem bestimmten Datum in der Nachtzeit stellen und eine überraschende Flucht durchspielen. Auch die Kinder mit einplanen und sie gegebenenfalls spielerisch an eine Flucht heranführen, als eine Art Abenteuer. Ich für meinen Teil habe den Fluchtrucksack fertig gepackt, griffbereit stehen. Der Jahreszeit entsprechende Kleidung hängt ebenfalls einsatzbereit an einer Garderobe. Outdoor-Stiefel in Kombination mit Wandersocken stehen bereit. Der Rucksack beinhaltet Notnahrung für einige, wenige Tage. Zudem habe ich aber zwei separate wasserdichte Taschen gepackt. Eine Tasche enthält weitere Lebensmittel, die andere zusätzliche Bekleidung und Ausstattung für eine Flucht im Winter. Ich habe auch einen Handwagen bereitgestellt, der, solange es die Wegeverhältnisse zulassen, eine Zeit lang zu tragendes Gewicht abnimmt. Erinnern wir uns an die Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten, von denen viele mit Handwagen bzw. Leiterwagen auf der Flucht waren. Wohin nun, wenn eine Flucht ansteht? Einige selbsternannte Experten haben sich dafür eine Stelle im Wald auserkoren. Das kann für bestimmte Szenarien auch funktionieren. Besser ist es jedoch, man prägt sich Fluchtwege entsprechend unterschiedlicher Himmelsrichtungen, Nord, Süd, Ost und West, ein. Welche Wege kann man nehmen, welche sollte man vermeiden? Gibt es unterwegs Trinkwasserquellen und uneinsehbares Gelände bzw. Wald? Kartenmaterial aus der näheren Umgebung und landesweit in Kombination mit einem Kompass sind ein absolutes Muss. Fazit: Man kann diverse YouTube-Videos als Anregung für einen eigenen Fluchtrucksack nehmen, aber keinesfalls als ein Muss. In Gedanken ein Fluchtszenario durchgehen und überlegen, welche Dinge brauche ich entsprechend meiner Verhältnisse. Und das Ganze danach durchspielen. Auch mal Übernachtungen in der Natur machen, zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Hierbei merkt man rasch, welche Dinge man braucht und welche nicht.